die Legende von Arotadun. Niederschriften von Giorgio Bigassetto. Vorwort. Kaum eine Gestalt ist weiter in der Märchenwelt von Eraias Menschenvölkern verbreitet als die des Arotadun. Über ihn gibt es beinahe in jedem Volk Legenden. In vielen davon wird er nicht namentlich erwähnt. Jedoch gehen Völkerkundler davon aus, dass es sich bei diesen Figuren um Tardun handelt. Der Pikusa-Ethnologe und Sprachforscher Adan Eldren hingegen von der Pikusa-Fakultät für Sprachforschung und Ethnologie leitet den Namen von dem altaranischen Spruch Aruota Tardam en Unduora ab, was laut Eldren so viel wie die großen Ruhen in Magie bedeutet. Laut seiner Theorie handelt es sich keineswegs um eine einzige Figur, vielmehr gab es im Lauf der Zeit immer wieder Menschen oder andere Wesen, welche diese sagenhaften Kräfte besaßen. Im Laufe der Zeit kam es zu einer Verballhornung des Spruchs und der Name Arotadun entstand daraus. Andere Ethnologen stehen dieser Theorie jedoch kritisch gegenüber. Wie dem auch sei, ich möchte einige der Märchen erzählen, die ich auf meinen Reisen durch Eraia gehört habe. Dem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, dass alle in gewisser Weise etwas gemeinsam haben. Ich hoffe, die Märchen gefallen euch, lieber Leser, so gut wie mir, als ich sie zum ersten Mal hörte. Giorgio Bigassetto, 436 Altburger Zeitrechnung.